Haben Sie das gerade gehört, oder? Was war denn da los? Hoppla! Wo kommt denn das her? Da ist ein kurzes Logo drauf. Ein kurzes Logo und ein MAM-Quadrat-Logo. Ah, da kommt es mir. Ah, ich glaube, da haben die Jungs von MAM-Quadrat, von unserem Systempartner, was damit zu tun. Heiß ist das Ding auch noch. Ich muss da gerade mal anrufen. Geben Sie mir schnell eine Sekunde. Roland. Marc, bist du da? Ja, hi, Roland. Wie kann ich dir helfen? Stör ich dich gerade? Nein, alles gut. Ich stehe im Johanneszimmer. Du wirst es nicht glauben, aber hier bei uns in Kempten ist gerade so ein Blech vom Himmel gefallen. Da ist ein kurzes Logo drauf. Und auch ein MAM-Quadrat-Logo. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas habt ihr da mit dem Weltraum gemacht, oder? Was ist da los? Ja, das dämmert es mir. Ja, wir haben die Nutzlastverkleidung für die Ariane-Rakete gemacht. Und die ist in Kempten gelandet. Was habt ihr gemacht? Eine Nutztierverkleidung? Die Nutzlastverkleidung. Nutzlastverkleidung, ja, was ist das denn? Genau, genau. Für die Ariane, ach, so eine Raketenabdeckung, oder? Ja, sozusagen, ja. Okay, na gut, dann weiß ich Bescheid. Na, schauen wir mal, was dabei noch rauskommt. Alles klar. Marc, wir sehen uns. Ciao. Roland, ich wünsche was. Denkt ihr? Ciao. Du, das war der Roland, der gerade angerufen. Wirklich? Eine Nutzlastverkleidung gelandet. Mannschaft, eine, yeah, wo wir beteiligt waren. Wirklich, ja, ein, ja, von denen. Ja. Kempten. Und um Roland vor die Füße. Klar, Zentrum Europas. Genau, Kempten. Richtig. Ja. Ja, eigentlich eine spannende Geschichte mit den Nutzlastverkleidungen. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns die doch gerade mal ein bisschen genauer an. Ihr habt da mal was vorbereitet. Sehr gut. Ja, also hier sieht man eine Nutzlastverkleidung einer Ariane-Rakete im fertigen Zustand, wie sie dann letztendlich dann auch später in die Abschussrampen integriert wird, beziehungsweise vollendet wird. Ja. Und auch ein ganz interessanter Prozess, wie so eine Nutzlastverkleidung eigentlich produziert wird. Dazu wird im ersten Step an der sogenannten P-Perloté, das ist ein Tisch, wo Prepreg ausgelegt wird, das ist ein Carbonfaserverbundstoff, wird ausgelegt in unterschiedlichen Bahnen. Später werden die Bahnen dann über eine Traverse auf das Negativ, das sieht man auf der linken Seite, gebracht und im weiteren Prozess dann gebacken. Wenn die Hülle, die Verkleidung gebacken ist, muss sie erstmal geprüft werden, ob sie irgendwelche Fehlstellen hat, Einschlüsse oder sonstiges. Das wird dann das sogenannte NDI gemacht. Das wird über ein Luft-Ultraschall-Verfahren gemacht, geprüft. Wenn die Anlage oder die Nutzlastverkleidung geprüft ist, wird in der nächsten Anlage, das ist sogenannte HIS, Bohrlöcher, Fräsungen, alles was später für Profile, die dann noch integriert werden, benötigt wird. Und im letztendlichen Prozess wird die fertig vorbearbeitete Nutzlastverkleidung in der sogenannten MSDA, das ist eine Montageplattform, wo die Halbschale integriert wird und letztendliche Restarbeiten, wie man es ja vorhin auf dem ersten Bild gesehen hat, völlig dann vollends finalisiert wird. Ja, also ich muss dir voll und ganz zustimmen, Marc. Das ist ein wahnsinnig interessanter und spannender Prozess. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns den mal noch mehr im Detail an, also den Prozess und auch natürlich die Anlagen, die diesen Prozess so ermöglichen. Genau, denn Kohle ist an der Stelle auch etwas beizugetragen. Genau. Ja. Also im ersten Schritt, wie ich schon vorhin erwähnt, ist die PPLOT, Prepreg Layup Table. Der Prepreg Layup Table bringt mehrere Carbonfaser Folien in unterschiedlichen Lagen und Richtungen auf. Ja. Und im oberen Teil sieht man zum Beispiel die Abrolleinheit, wo dieser Carbonfaserverbundstoff abgerollt wird. Und der Clou an dieser Anlage ist, dass das im Endeffekt über 7 Achsen, die über Can Open angesteuert werden, die unterschiedlichen Lagen aufgebracht werden. Und CODESYS hat an dieser Stelle dazu beigetragen, erstmal die Visualisierung ist auf CODESYS und wir haben hier die Soft Motion als NC-Interpolation im Einsatz, da auch Diagonalbahnen aufgebracht werden müssen. Genau, aber für den nächsten Prozess, da weißt du mehr Bescheid,
nachdem die Anlage gebacken ist und, und weiter geprüft werden muss. Genau, im nächsten Schritt, ganz wichtiger Schritt, werden wir diese fertige Halbschale, die gebacken wurde im Ofen, in der sogenannten NDI, Non-Destruction Inspection, werden wir diese Hülle prüfen mit diesem Ultraschallprüfverfahren. Da gibt es zwei Roboter, es gibt einen Innenroboter und einen Außenroboter und an den jeweiligen Greifern oder anstelle von einem Greifer sind die Prüfköpfe angebracht, die eben die komplette Bahn, diesen Halbkreis letztendlich abfahren können und mit einem fest definierten Abstand, der eingehalten werden muss, die Prüfung vornehmen können. Die Prüfung hat das Ziel, dass wir defekte Bereiche und Beschädigungen an dieser Halbschale bereits in diesem Prozessschritt erkennen, um dann entsprechend Nacharbeiten oder Ausbesserungen zu ermöglichen. Um diesen Prozess so präzise durchführen zu können, wir müssen uns vorstellen, die Halbschalen der Nutzlastverkleidung sind bis zu 26 Meter lang, müssen wir auch die Möglichkeit haben, über lineare Achsen die jeweiligen, den Außen- und den Innenroboter der Länge nach zu positionieren, sodass man jeden Bereich auf dieser Halbschale erreichen kann. Die Halbschale wird dabei von 20 Supports, das sind wie so Füße, so Ständerungen, gehalten. Und es kommt darauf an, dass die Lage absolut waagrecht ist. Und das muss sehr präzise sein, sodass auch das Ultraschallmessverfahren präzise genug prüfen und messen kann, um gute Ergebnisse zu erhalten. Und wir sprechen hier von sehr hohen Genauigkeiten, bis zu einem Hundertstel auf diesen Bereich von diesen 26 Meter. Wir haben beim Außenroboter einen dreigelenkigen, eigenkonstruierten Roboter, der über Achstransformationen die Bahnkurven entsprechend berechnet und die Positionierungen eben ermöglicht. Auf den Linearachsen haben wir externe Magnetbandgeber, die uns die Positionierung dafür eben ermöglichen. Genau. Ansonsten haben wir dezentral IO-Link im Einsatz und EtherCAT, um entsprechend alle Aktoren und Sensoren ansteuern und auslesen zu können. Und durch die rein mechanischen Abmaße und diese hohe Präzision können wir keine extrem hohen Geschwindigkeiten fahren. Dennoch ist es notwendig, dass wir absolute Realtime-Anforderungen für die Berechnungen, gerade beim Außenroboter, eben haben, dass die beiden Ultraschallprüfköpfe immer gleich positioniert sind und dadurch kann diese Prüfung bis zu 3 Tage dauern. Im nächsten Schritt wird diese geprüfte Schale weiter bearbeitet und da kennt sich der Marc besser aus. Ja, danke schön, Johannes. Wie ich schon gesagt habe, danach wird die Nutzlastverkleidung noch weiter bearbeitet. Ja, macht davor keinen Sinn, falls irgendwelche Nachbearbeitungen geben muss. Ja, was wird bearbeitet? Also erstmal wird auf 26 Meter Länge das überschüssige Material abgetrimmt, in der Höhe die Nutzlastverkleidung immer wieder angepasst, über 17 PLF-Supports. Die synchron fahren und im späteren Schritt werden bis zu 150 Löcher auf einer Seite angebracht, zum einen in die Nutzlastverkleidung und aber auch in Profile, die danach auch noch angebracht werden. In den Profilen sind sogenannte Sprengschläuche integriert, die dann später, wie man es auch vorhin im Video gesehen hat, das Absprengen der Außenhülle und das Freilegen des letztendlichen Satellites oder beziehungsweise Nutzlast vollbringt. Wir haben hier eine Genauigkeit von einem Zehntel auf 26 Meter. Das ist natürlich recht hoch. Wir können auch nur in einem bestimmten Temperaturbereich überhaupt den Prozess durchführen, weil sonst natürlich, wenn man hier ein paar Grad mehr hat, sich einfach auf die Größe des Materials zu weit ausdehnt und dann dementsprechend eine Ungenauigkeit reinkommt. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, 27 Achsen synchron fahren. Ja, im vorderen Bereich hat man einen Curved-Bereich, wo dann dementsprechend auch die Löcher präzise angebracht werden müssen. Das passiert auch wieder alles mit Soft Motion von Codesys.
Das Ganze ist, als Sicherheitssystem, da auch Werke um den Bereich rum sind, haben mit FSOE realisiert. Und während des Prozesses sind bis zu 3 Worker um die Nutzlastverkleidung rum, haben die unterschiedliche Tätigkeiten zu tun. Also die werden auch über die Visualisierung angeführt, welche Tätigkeiten zu tun sind, was zu überwachen ist, was anzubringen ist. Und deswegen haben wir auch von Codesys die Multi-Client-User-Visualization hier integriert. Ja, an dieser Stelle ist dann die Nutzlastverkleidung so weit vorbereitet, dass sie eigentlich letztendlich nur final ausgestattet werden können. Und da weißt du wieder mehr dazu. Ja, genau. Im letzten Schritt, in dem unsere Anlagen mitwirken, der Machining Station Drive Assembly, MSDA, werden Montagearbeiten verrichtet. Hierfür wird die Nutzlastverkleidung, welche eine Halbschalenform hat, in Ringe eingebracht, also die sind geschlossen. Hier im Bild sieht man jetzt immer nur die Hälfte, weil die andere Hälfte nicht in die Halle gepasst hat, bei uns. Und in diesen Ringen wird die eben eingebracht und es ist durch die Ringe ermöglicht, dass man die in jede Position drehen kann, also komplett über Kopf oder seitlich um 90 Grad verdreht. Und dann wird in diese Ringe eben eine Montageplattform eingefahren und darüber können dann die Montagearbeiten verrichtet werden. Da werden so Art so Hitzekissen nochmal angebracht, Halterungen etc. Genau, und dafür ist eben dieses Verdrehen notwendig um 360 Grad. Und dabei ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auf dieses gesamte Bauteil, sprechen wir jetzt mal davon, keine Torsion kommt. Ja? Das heißt, die beiden Ringe müssen absolut synchron sein, weil durch die Torsion können natürlich Spannungen entstehen, die die Nutzlastverkleidung irreparabel verletzen und demolieren können und dann wird sie unbrauchbar. Ein Riesenschaden entsteht dann dadurch. Genau. Und ja, das haben wir auch hier eben mit Codesys gelöst. Wir haben über CAN, Open, Soft Motion eben diese beiden Achsen synchronisiert. Wir erhalten über externe Geber, die auch über ein Magnetband ringförmig über die Kreise angeordnet ist, jeweils unsere Gebersignale. Wir haben eine Visualisierung, auf der die Werker die jeweilige Position vorgeben können, um dann die Halbschale in genau die erforderliche Position drehen und positionieren zu können. Genau, also wir sehen auch hier einen sehr abwechslungsreichen Anwendungsfall, wo wir uns absolut auf die Eigenschaften und die Funktionalität von Codesys verlassen können müssen. Sind wir auch schon am Ende. Liebe Zuschauer, ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Möchte mich auch bedanken bei unserem Kunde Beyond Gravity für die tollen Projekte und auch für die Möglichkeit, dieses Bildmaterial zu verwenden. Dankeschön. Ja, vielen Dank an euch.